Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Manga-bezogenen Video bei Attack on Titan hier auf meinem Kanal. Ja Leute, heute gibt es tatsächlich nach langer Zeit mal wieder eine Theorie hier auf meinem Kanal bezüglich des aktuellen Geschehens. Daher natürlich hier Spoiler-Thematik, sollte klar sein, wenn ich sage, über das aktuelle Geschehen wird geredet, über den Manga-Content wird geredet. Und so ist jetzt gerade eine sehr, sehr interessante Theorie ans Licht gekommen, die auch Sinn macht, die ganze Thematik betrifft mit Historia und ihrem Kind. Wir haben ja im letzten Kapitel, in Kapitel 130, endlich nach langer Zeit mal wieder Historia gesehen, haben da auch so ein paar Hintergründe gekriegt, das Gespräch zwischen Eren und Historia, und da haben sich dann doch so ein paar logische Schlüsse plötzlich ermöglicht, vor allem aufgrund einer Theorie, die ich auf Instagram gefunden habe. Die verlinke ich euch auch mal unten in der Videobeschreibung, habe ich mir also nicht selber ausgedacht, sondern ich dachte, ich bringe das Ganze hier mal an euch in Videoform, weil ich finde, das ist wirklich ein Ding, was sehr, sehr realistisch wirkt. Ja, Leute, die Theorie befasst sich erstmal damit, wer ist das Kind von Historia? Viele glauben ja nach wie vor, dass es immer noch Eren ist, und vor allem nach dem Chapter, was wir jetzt gerade hatten, hat sich das nochmal so ein bisschen verstärkt. Aber das Chapter hat, wie gesagt, auch einige Hinweise geliefert, um darauf zu deuten, dass das Kind eben nicht von Eren ist, sondern, wie schon gesagt eigentlich in Attack on Titan, von Pharmakun. Ja, wir haben immer noch keinen Namen von dem Dude, aber alle nennen ihn immer Pharmakun. Daher mache ich das hier in diesem Video auch mal. Wie gesagt, man muss ja einige Punkte verbinden, die man hier so gehabt hat in diesem Kapitel, also in Kapitel 130 und in dem Kapitel, wo wir den ganzen Flashback gesehen haben, wo Historia schwanger war, wo Eren auch Historia und Pharmakun beobachtet hat. Ich blende euch hier auch mal immer wieder so ein paar Bilder ein. Und ja, Leute, wie sieht das Ganze denn aus? Wie kommt man denn jetzt darauf, dass hier Pharmakun wirklich der Vater ist? Erstmal muss man ja von Beginn an sagen, dass Eren eigentlich wenig Intentionen haben sollte, ein Kind zu kriegen. Denn Eren hat ja zu Sieg beispielsweise gesagt, dass er in 4 Jahren sterben wird, und daher es sowieso keinen Sinn macht, wenn er irgendwie mit Mikasa über die Gefühle von Mikasa, eben die Liebe von Mikasa zu ihm, redet. Das spricht schon mal sehr dafür, dass Eren gar keinen Sinn darin sehen würde, selbst Kinder in eine solche Welt zu setzen, die Welt eben, die er selber eigentlich verachtet und die selbst nicht gütig zu ihm gewesen ist. Das kann man schon mal hier an der Seite festhalten, aber dazu kommt natürlich dann das Gespräch zwischen Eren und Historia, bei dem herausgekommen ist, dass Historia auch so, ja, nicht benutzt werden soll als Brutmaschine. Eren ist komplett gegen diesen Plan, dass Historia eine Brutmaschine wird, die Kinder wirft, die dann königliches Blut haben und die dann letzten Endes zu Titanen wandern werden. Und dieser Zyklus, dass der sich immer wieder wiederholt, nach 13 Jahren wieder die gefressen werden von ihren Geschwistern, später von ihren eigenen Kindern und so weiter und so fort, wie es in der königlichen Reisfamilie ja über Jahrhunderte der Fall ist gewesen ist, oder Fritz-Familie, je nachdem, wie man den Namen jetzt hier sagen möchte. Daher ist es natürlich so, dass man sich gut vorstellen kann, Eren hat eigentlich gar keinen Bock darauf, dass Historia ein Kind kriegt, und schon gar keinen Bock darauf, dass Historia ein Kind von ihm kriegt. Das kann man zumindest hier, wenn man diese Aussagen mal zur Seite nimmt, annehmen. Jetzt kommt aber das Interessante, was uns diese Bilder hier geliefert haben. Das Setting, was wir in Kapitel 130 hatten, ist vom Bild her, also von den Klamotten her, die Eren beispielsweise anhat, von den Sachen, die Historia anhat. All das spricht sehr dafür, dass das zeitlich gesehen in demselben Moment, oder besser gesagt an demselben Tag gespielt hat, wie die Szenen, die wir damals gesehen haben mit Pharmakun. Ich blende euch das Ganze hier, wie gesagt, mal ein, dass das wirklich von der Kleidung her absolut passt und dass das wirklich am selben Tag, wenn nicht sogar wenige Minuten, Stunden kurz danach passiert sein muss. Ja, aber was könnte jetzt hier Historias Intention gewesen sein? Ich habe ja schon in meiner Review gesagt, dass Historia natürlich das Kind kriegen wollte, damit sie nicht sofort den Beast-Titan von Sieg entgegennehmen muss. Das ist quasi so ein Ausweg von Historia, um das Ganze in die Länge zu strecken, damit Eren seinen Plan verfolgen kann, ohne dass Historia hier selbst eine Titanwanderin werden muss und nach 13 Jahren danach sterben muss. Deshalb könnte Historia dann an diesem Punkt hier zu Pharmakun gegangen sein, der in einem Haus gechillt hat, was wir auch in Kapitel 130 gesehen haben,
Und dann könnte sie Pharma-Kun angesprochen haben und ihm einfach mal ganz random gesagt haben, yo, ich bin deine Queen, wie wär's denn mal, wenn wir jetzt hier Babys machen? Wir sehen auch, wie verlegen Pharma-Kun ist und dass ihm das offensichtlich ja so ein bisschen peinlich ist, was gerade hier so abgeht, dass Historia natürlich keinen Bock auf Pharma-Kun an und für sich hat. Das ist klar, das haben wir schon in anderen Shots gesehen, wie zum Beispiel den ich euch jetzt hier einblende, da sieht man ganz klar, Historia hat eigentlich gar keinen Bock auf den Dude, die macht das Ganze eben nur, weil es einem höheren Zweck dient, eben dem Zweck, dass sie nicht sofort den Beast-Titan von Sieg entgegennehmen muss, beziehungsweise Sieg fressen muss. Das ist die einzige Intention gewesen, die hier vorhanden war. Und Historia ist ja auch traurig darüber, das sieht man ganz klar an ihrem Gesichtsausdruck. Was auch noch interessant ist, ist, dass Eren hier natürlich zuschaut. Dass Eren hier natürlich, weil das ja wie gesagt zeitlich sehr nah nacheinander spielt, Eren noch schaut, ob das Ganze, was Historia sich vorgenommen hat, geklappt hat. Denn Historia sagt ja, wie wäre es, wenn ich ein Kind kriege? Wie gesagt, gerade alles schon erklärt von mir. Und ich finde natürlich als einzige Sache noch so ein bisschen random, warum Historia jetzt ausgerechnet zu diesem Pharma-Kun gehen sollte, also zu diesem Dude, der sie ja wohlgemerkt, Leute, als Kind mit Steinen beschmissen hat. Das ist einfach mal so ein Ding, wo ich mir denke, warum sollte sie von allen möglichen Männern, die es da so gibt, ausgerechnet zu dem gehen? Klar, Historia kann sich auch einfach nur gedacht haben, komm, so schnell wie möglich, einfach Knickknack machen. Dann suche ich mir halt hier Pharma-Kun aus. Gut, das ist natürlich eine Möglichkeit, dass der dann aber auch direkt Bock darauf hat. Gut, vielleicht gehorcht er einfach dem Befehl seiner Königin und vielleicht denkt er sich auch so, hey, Historia, das ist eigentlich schon eine geile, gönne ich mir doch mal so, wenn die das schon von mir will, schwänge ich die eben, was soll's, vielleicht habe ich ein besseres Leben. Das kann natürlich bei ihm im Kopf abgelaufen sein und Historia wollte einfach nur diesen Zweck haben. Das kann natürlich sein. Auf der anderen Seite kann man aber auch sagen, warum sollten gerade Eren und Historia, die sich so gut verstehen, die scheinbar auch füreinander ein bisschen mehr übrig haben, sage ich jetzt mal so, warum sollten und die ausgerechnet so ein Szenario dann allein klar dafür spricht, was ich auch vorhin schon gesagt habe, dass Eren vielleicht keine Kinder in diese Welt setzen will. Aber was für einen Unterschied macht es für Eren, ob Historia jetzt ein Kind mit einem Random-Typen kriegt oder ein Kind mit ihm kriegt? So, naja, hat Historia immerhin nicht irgendeinen Typen, den sie eigentlich überhaupt nicht mag an der Backe. So zumindest meine Idee. Aber ja, das ist alles so eine ganz fragwürdige Sache. Das ist auch noch nicht zu 100% oder so. Versteht mich nicht falsch, was ich hier gerade sage, Leute. Es ist nur eine Theorie, die wirklich so mein Interesse geweckt hat in den letzten Stunden, wo ich mir gedacht habe, soll ich ein Video machen, soll ich kein Video machen? Und da habe ich mir gedacht, komm, so ein kurzes Video kannst du dazu machen, vor allem, weil ich auch mal euch damit reinholen will und mal fragen will, wie seht ihr das alles? Denkt ihr, es ist Pharma-Kun gewesen nach wie vor? Weil immer noch sehr, sehr viele glauben auch, dass es Pharma-Kun war. Es wurde ja auch gesagt, er soll es gewesen sein. Aber auch sehr, sehr viele sind immer noch im Boot und sagen, Eren wird der Vater sein. Das ist immer noch so eine ganz interessante Thematik. Und ich hoffe, dass wir da wirklich zu 100% noch eine Bestätigung kriegen von Hajime Isayama. Ich fände es wirklich nicht geil, wenn er uns da einfach im Dunkeln lässt am Ende der Serie. Wäre sehr, sehr schade. Aber da bin ich eigentlich guter Dinge, dass er das am Ende auflösen wird. Ich werde kommende Woche auch noch ein Video zu der ganzen Thematik mit Historia, Mikasa und Eren machen. Zu der ganzen Shipping-Thematik, weil das geht gerade wirklich auf Twitter hoch und runter. Und da will ich einfach auch mal drüber sprechen. Das sollte heute nur ein kurzes Video sein, bei dem ich mal hier diese Theorie an euch bringen wollte und mal fragen will, was denkt ihr darüber? Schreibt mir eure Meinung zu dieser Theorie in die Kommentare. Denkt ihr, die klingt logisch? Denkt ihr eher nicht? Alles, wie gesagt, in die Kommentare. Falls euch das Video gefallen hat, gerne mit einem Like nach oben, also mit einem Däumchen nach oben supporten und auch kostenlos abonnieren, falls ihr das nicht schon getan haben solltet. Meine sozialen Medien kennt ihr, Twitter, Instagram, Discord und Twitch, alle unten in der Videobeschreibung. Und ihr könnt auch Kanalmitglied für 1,99 € hier auf meinem Kanal werden. Würde mich freuen. Und ja, ich wünsche euch an dieser Stelle wie immer noch einen wunderschönen Tag. Ich sage ciao und tschüss und hoffe, wir sehen oder hören uns spätestens im nächsten Video wieder.